Bist du hässlich? Aber du bist der letzte Hybrid aus dem Typ 300. Von dem her bist du heute dran. Naja, in dem Sinne herzlich willkommen. Ja, hallo, guten Tag. Willkommen zu einer weiteren Folge von Bretrags Ark Adventures. Und ja, wie man sehen kann, steht hier alles voller hässlichen Spinnenaffenbeinchen. Super ekelhaft, die Viecher. Aber das sind tatsächlich die letzten Hybriden aus dem Typ 3 Ordner. Lass uns die mal in Ruhe hier angucken. Type 3, Omnivore, da ist er. Araneo Mesopithecus mit Schmasch braucht Common Mammal DNA von 198 Stück, Lesser Insekten DNA von 400 Stück, Lesser Mammal DNA von 240 Stück und Small Synthetic Egg von 1 Stück. 1. Ja, nennt sich dann Arachnopithecus. Ist ein Hyper und Description: A literal spider monkey. It's a perfect traveling mount and a really good hybrid to sense anything around it. Naja, für sense anything around it, also um alles um sich herum wahrzunehmen, da haben wir unser Spyglass für, da brauchen wir dich nicht für. Aber du bist ein gutes Traveling Mount und ja, das wollen wir mal dann testen. Und ja, die Base steht deshalb so mega, mega, mega voll, weil ja, die Spinnenbeine, die wuchern ein bisschen weit aus und ich wollte ein paar von den Mutierten, wollte ich ein bisschen vernünftiger sehen. Die dürften in der Sekunde, wo wir gerade reden, dürften die jetzt endgültig erwachsen werden. Wie man da oben sehen kann, ist das ein heilloses Durcheinander mit den ganzen Beinchen und so weiter, damit man die genau angucken können, habe ich die hingestellt. Und schnell gemerkt, oh man, mir geht der Platz aus. Mir geht da sowas von der Platz aus. Die brauchen einen speziellen Sattel, den macht man hier in dem Sattelslot drin. Da ist er. Sieht aus wie so, ja, wie ein Affenkopf halt. Braucht 120 Hide, 14 Polymer, also 120 Leder, 14 Polymer und 100 Silica Pearls. Davon habe ich schon einen hergestellt, upgegradet und als Blueprint umgewandelt und dann nochmal zwei hergestellt, weil wir nehmen wieder Männlein und Weiblein auf Seite. Und damit rüsten wir euch dann zur gegebenen Zeit sofort aus. Aber bevor wir darauf zu kommen, wir haben in der letzten Folge gesehen, dass wir da jetzt eine neue Boss-Plattform da bekommen haben. Die habe ich schon mal hergestellt und platziert. Die wird aber nicht da, wo sie platziert ist, stehen bleiben. Ne, das Wort eine Boss drauf. Das wäre hier eigentlich ziemlich ungünstig dann. Und dann schauen wir uns mal an, hier, was wir denn da so drinne haben. So mal so schon eine kleine Preview. Drei Boss sind da drinne. Da hätten wir zum Beispiel den hier. Aber was der jetzt genau macht oder sowas, dann lesen wir uns jetzt nicht im Genauen durch. Da könnt ihr mal kurz pausieren oder sowas, wenn ihr das wollt. Nennt sich Cyborg Hybrid Anomalie Boss. Und braucht 900 Element, wir haben 8 oder so. Braucht Exotik-DNA von 26 Stück, das ist relativ billig. Und Generic-Artefakte, also das, was bei der Leiche zurückbleibt, hier so ein ausgegrautes Ding hier, von 5 Stück. Und dann gibt es noch mehr. Hier haben wir einen Operation Obelisk. Der, ja, ich weiß nicht, ob wir den angehen können. Theoretisch schon auf der Karte wird das gehen, weil genau die Bosse nämlich da sind. Wir brauchen nämlich eine Alpha-Brutmutterkopf-Trophäe, wir brauchen einen Alpha-Dragon. Trophäe, Alpha Mesopithecus Trophäe, 600 Element und nochmal 5 Generic Artefakte. Und du bist auch nicht gerade billig. Projekt Kaiju, 900 Element und 5 Generic Artefakte. Also, das wird noch lustig. Das wird so unser Endgame hier werden. Hier, das Ding hier. Das ist, ei. Ja, mal gucken. Die Folge werden wir wahrscheinlich ein bisschen kürzer halten, denn die letzten beiden Folgen sind doch relativ lang geworden. Und von dem her, ja, mal gucken. Ja, dann, wie gesagt, ist der letzte Hybrid aus dem Typ 3 Ordner. Das heißt, wir werden in den nächsten ein, zwei Folgen ein bisschen was außerhalb von Hybridenherstellung machen. Bisschen Infrastruktur hier an unserer Basis verbessern, die ein oder andere organisatorische erledigen, ein bisschen ein paar Sachen nachholen, wie zum Beispiel die Pflanze, die wir letztens angepflanzt haben. Mal gucken, ob da auch tatsächlich was rausgekommen ist. Gucken, was da noch für andere Hybridpflanzen sind und sowas. Und dann müssen wir uns wieder aufmachen, die Vanilla-Dinos-Szenen, die wir für den Typen 2 Ordner denn dann noch benötigen, wenn wir da noch was benötigen. Kommen wir zur Namensgebung. In der Folge vergeben wir keinen Namen. Wir warten mit der nächsten Namensvergebung erstmal, bis unsere Super Destroyer-Dame hier, danke fürs Verbeugen, das war jetzt sowas von geplant, jetzt hier volle Lotte, bis du einen vernünftigen Namen hast. Bis dahin machen wir erstmal einen Namensvergebungs-Break, machen wir eine kurze Pause. Und ja, dann wollen wir jetzt auch mal erstmal gucken,
Was wir denn hier alles haben? Ich glaube, das sind fast alles Mädels hier. Du bist auf jeden Fall ein Mädel. Du warst da, wo ich nie gesagt habe, das trifft aber auf alle zu. Das ist jetzt nicht nur, weil du ein Mädel bist. Es sei denn, du identifizierst dich als Feministin. Dann bist du auf jeden Fall ein. Du, ja, okay, du hast einen schönen roten Body, das geht so, aber ich glaube, das ist von der Mutter übernommen, da hinten, da von der da hinten runter steht. Leider hat keiner von euch die weißen Beine vom Vater gekriegt. Außer du hast andere farbige Beine bekommen, aber so ein ekelhaftes Pink. Du hast auch direkt eine Doppelmutation gehabt, in Gesundheit und in Melee-Damage, was eigentlich ganz cool ist, aber naja, du bist zwar schön auf der Karte wiederzufinden, aber bei dir kriegen wir Augenkrebs, wenn man da zu lange unterwegs ist. Sind wir ja, ne, Tuckenmodus brauchen wir nicht. Weil es mit dir, du bist auch ein Mädel, du gefällst mir nicht so besonders. Du bist ziemlich dunkel und, naja, mein optisch gefällt dir mir auch nicht super besonders, aber, naja. Hier haben wir diesmal auch ein paar Jungs dabei. Das ist, ja, Spinnenurwald hier. Und ihr seid tatsächlich jetzt mittlerweile erwachsen. Wunderbar. Du bist ein Mannequin, das gefällt mir relativ gut. Du bist nicht ganz so schimmelig grün wie der Vater hier. Hier, das ist der Vater. Die sind übrigens als Lebensgebärende. Und euch kann ich mal wegpacken. Den schimmelgrünen da, Ding da, den wir uns ja gerade angeguckt haben, den werde ich wahrscheinlich als Männlein auf Seite stellen. Ich glaube, von den Männchen, das Hübscheste, was dabei rumgekommen ist. Die stehen auch noch ein bisschen durcheinander hier. Du bist auch nicht so besonders. Wahrscheinlich irgendeine Farbzone, Mutation erwischt, die man nicht so wirklich sieht. Du bist schon interessanter, lass mich mal hier durch. Aber von deinem Farbton haben wir auch relativ viel in letzter Zeit. Genauso wie dein Kamerad daneben. Und hier die Dame ganz hinten in der Ecke. Ich komme ja absolut nicht mehr durch. Dammit. Den haben wir weggenommen, ja. Du kannst weg. Nein, dich wollte ich haben. Dammit. So. Ja. Die Dame hier werden wir auch auf Seite stellen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie erinnert die mich irgendwie, ich weiß auch nicht. Mein Gehirn assoziiert die, wenn ich die angucke, sofort mit Zitroneneis. Cornetto Zitroneneis. Warum auch immer. Keine Ahnung. Das erste, was mir eingefallen ist, als ich die gesehen habe. So, du kriegst schon mal einen Sattel auch drauf. Und wo ist jetzt der Dutrich, den ich haben wollte? Ach, shit, ey. Du wahrscheinlich. Mal gucken. Nee. Du? Ja. Ah, geil. Ihr wuchert zu stark aus. Man kann schön durch euch so durchlaufen, wenn ihr denn da vernünftig auf dem Boden steht. Aber meine Fresse nimmt ja viel Platz weg. So, der ganze Kram kann ja auch weggepackt werden. Wie gesagt, deine Beine machen mir Augenkrebs. Das geht auf Dauer nicht. Da können wir nicht mit um. So, ab hier da rein. Und Arrivederci. Wunderbar. Du hast zu viele Kügelchen. Gib mir die zurück. Hier ist auch nichts mehr drin. Ne? Nee, aber da fehlen noch ein paar Kugeln. Bums, zack, passt. Gut, dann haben wir. Du hattest schon einen Sattel drauf, aber dir muss ich noch die Haut abziehen. Quatsch, einen Tracker verpassen. Haut abziehen kommt auch erst, wenn ihr einen Namen habt. Vorher nicht. Vorher seid ihr halt 100% Verlust. Du hast eine Mutation in Gesundheit drin gehabt. Und du? In Oxygen. Alright. Naja, verpassen wir dir erstmal einen Tracker. Tools. Zack, da ein Tracker rein, wunderbar. Hätten wir auf dem Dude heute oder auf der Zitrone hier? Ich denke mal auf der Zitrone. Vielleicht nicht am Böppis. So. So, und das da rein. Und Schluck, Schluck. Medizin schön nehmen. Wunderbar. So, du kommst dann in den Dino-Ordner. Das können wir über Bord schmeißen. So, von dem verdorbenen Fleisch haben wir satt. Und dich lasse ich auch erstmal hier stehen. Ich hoffe, wir brauchen dich heute nicht, aber ja, mal gucken, mal gucken. So, dann kommen wir hier. Uiuiui. Hat was, ist definitiv Bloodstalker mit drin. Ne? Stand da gar nicht dran, aber dann ist definitiv Bloodstalker. Warte mal, da stand doch Mesopithecus und Araneo oder sowas stand da, ne? Araneo Mesopithecus, genau. Das ist doch kein Araneo, das ist doch ein Bloodstalker. Nevermind. Was ich eigentlich sagen wollte, du machst leider nicht wie so ein Bloodstalker, dass du so Fäden rumschießt und dass man sich damit hier rumschwingen kann. Das wäre noch ein bisschen cool gewesen. Ihr könntet auch noch ein Helmchen anziehen, aber der hängt auch wieder. Ne, konntet ihr nicht. Konntet ihr mal. Aber der wird dann auch wieder auf dem Boden hängen. Na gut. Wie jedes andere Viech auch, habt ihr natürlich einen Linksklick.
habt ihr einen Rechtsklick. Oh, wenn man, da muss man aber lang gedrückt halten, bis man die Fäden schmeißt. Oder kann ich das auch schneller? Kann das auch schneller. Alright, du schießt also Fäden von dir weg. Bum, bum, bum. Sogar relativ fix. Alright. Und C? Ah, C macht deinen Scan-Bereich an. Okay. Wenn ich jetzt unser Radar ausmache und dann den Scan-Bereich anmache, ja, dann wirst du tatsächlich hervorgehoben. Aber wie gesagt, wir haben Spyglass, dann brauchen wir das gar nicht. Wir sind besser, wir haben voll coole Tools und so. Ja, du kannst auf der Stelle drehen. Du kannst... Ich darf die Waffen vom Rücken nicht benutzen, das ist aber schade. Und du kannst jumpen. Kannst sogar recht gut jumpen, wenn da nicht ein Parasaurus im Weg ist. Und zack, da jumpt er. Und man kann in der Luft die Richtung noch wechseln, vor allem rückwärts. Kann ich auch zur Seite? Nee, zur Seite nicht, aber ich kann rückwärts. So mitten in der Luft. Ist ein direkter Jump, man muss den nicht aufladen oder sowas. Und dafür ist er schon ziemlich gut. Dann ist die Sprintgeschwindigkeit. Das ist normale Reisegeschwindigkeit. Lass uns mal mit ein paar Kombis anlegen. Du bist jetzt natürlich nicht der Camper. Stand ja auch dran. Du bist ja so ein Hyper-Ding, was gut zum Laufen ist. Aber du liegst auch schon hier, weil, guck mal, das ist ja schon gar nicht so übel. Ja. Also da hatten wir schon gerade gestern so in der Folge, ne, mit unserem Tank da. Oh, wir sind wieder zu nah an der Basis dran. Sollte mir angewöhnen, weiter weg zu teleportieren. Da hat man gestern aber auch schon Schlechteres mit unserem Fiomia-Dingsbums-Mischmasch da. Hab schon wieder... Haplus Garib, so hieß er. Wollte gerade sagen, hab schon wieder vergessen, wie das Ding hieß. Wo gehen wir denn mit dir hin? Wir gucken einfach mal rum. Oh, was ist denn hier oben alles so Schönes? Ah, da macht man natürlich nur 44 Schaden, weil Mate boostet. Aber ich guck mal, hier gibt es Obsidian und Kristall und sowas. Direkt so nah bei unserer Basis. Sweet. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Hier in der Nähe habe ich aber auch, wo ich den Metall immer holen gehe. Irgendwo. Ich glaube, da müsste die Schlucht, glaube ich, sein. Also springt tut da gut und du nimmst so gut wie keinen Fallschaden. Ne? Kein Fallschaden. Dann müssen wir sofort nochmal auf deine Werte gucken. Also das geht, das ist ein solider Angriff, da kann man eigentlich nicht meckern. Du harvest das natürlich auch weg, vernünftig. Du als ja, Omnivorus bist halt Fleisch und Beeren und so ein Zeug. Die ist halt ziemlich naheliegend, dass du auch wegharvesten kannst. Nicht garantiert, aber naheliegend. Aber Büschel oder sowas harvest du nicht weg. Naja, brauchst du auch nicht unbedingt. Machst natürlich den ganzen ollen Affen laute. Ist in Ordnung. Dann lass uns mal gucken, was du denn so für Grundwerte hast. Du läufst interessant, du siehst noch scheiße aus. Du hast fast die Kiloanzahl, die wir gerne hätten. Und oh, guck mal den Stamina an. Leck mich der Sack. 3000 Stamina, das ist, da brauchen wir also nichts reinpumpen. Das heißt, wir brauchen nie nur ein Pünktchen reingeben, dann bist du gewichtstechnisch schon gut dabei. Und dann können wir direkt anfangen, hier deine Gesundheit zu pushen. Sweet. Ja, wir hoffen, dass wir hier so ein, zwei starke Kandidaten erwischen. Dass wir die direkt schnell vollkriegen und Damage pumpen können. Ja, hier gehe ich doch immer Metall holen. Wenn ich denn mal wieder Metall holen gehe. Weil, naja, Bretrax ist in letzter Zeit faul. Geht letzter Zeit kaum farmen. Springt hier rein und dann fängt an aufzunehmen. Und dann guckt er da dann noch ein bisschen... DNA rankriegt, dann ist er wieder raus aus dem Spiel. Ach, schau mal, die Ressourcen ranholen, die auch noch richtig sind. Naja. Zwei, drei Tage kann man sich das mal erlauben. Da muss man aber mal wieder los hier. Das wird. Also, ich hab schon ein bisschen vorgespickt. Ab Typ 2 wird es langsam richtig teuer. Die brauchen fast alles exzellentes DNA-Zeugs. Sei es normales oder Memmel oder Insekten oder sowas. Und das schon fast im Tausender-Bereich. Und ein Exzellent braucht DNA-Zeugs, braucht immer 10 Common. Und ja, da ging schon, ja, wenn ich so 500 Common DNA gecraftet habe, sind da locker 7, 8 Stacks. 2000 Fleisch, Rohfleisch dann verbraten, plus dann noch die anderen Ressourcen. Und dann, ja, wandelst du davon, machst du dann wieder Exotik-Zeugs oder so, Exzellenz-Zeugs und ja, dann ist schon wieder alles leer, kannst wieder neu kriegen. Also wird langsam teuer, richtig teuer. Und dafür haben wir ja so vorgesorgt, dafür sind wir ja mal alles schön noch weiter legen, Ogapoli und Fleisch und sowas. Gucken wir mal, dann wird schon. Also, wie gesagt, du schlägst dich ordentlich.
Gesundheit, da müssen wir jetzt ein bisschen reinpumpen, aber das passt. Guck mal, wie schön wir hier über die Map kommen. So, wenn man da drüber schießt, oh, da unten wollte ich hin, einmal mal kurz nach hinten drücken. Dann geht in den Windzug über. Perfekt, dann willst du mehr. Okay, dann ist der Pontus. Tote Pontus, hoffe ich nochmal. Könntest du ein wenig schneller angreifen, aber ganz passabel. So, mach den dicken Pronto da weg. Auch so brauchen wir mit dir definitiv keine Sorgen zu haben, dass das irgendwie ausgehen würde. Ey, Kano, das ist meine Beute. Wenn du darfst da ein bisschen mitkaufen, du bist. Oh, wir haben ja noch gar nicht in den Rechtsweg angeguckt. Was macht denn der Rechtsweg? Web. Okay, ja, logisch, das ist eine Spinne. dementsprechend kannst du Gegner verlangsamen. Das wäre ja recht guter Training-Assistent, wenn man denn dann noch vom Rücken aus fallen dürfte. Dann wärst du da echt gut für. Web drauf, warte mal, wie lange hält das Web an? Ah, 10 Sekunden ist jetzt nicht so die Welt. Aber flüchten kann nun mal schon mal auch nichts mehr. Vielleicht so als Brücke, bis die Bola wieder funktioniert oder bis der letzte funktioniert und abgelaufen ist. Du bist immer noch langsam. Hält das Web doch schon länger an, als das angezeigt wird. Und du bist voll Lama wie unterwegs wieder. So im Fluchtmodus. Oder habe ich mir das jetzt nur eingebildet? Kam mir der jetzt mal langsam vor? Ich meine, er wäre langsamer gewesen. Eine viere Gruppe Allosaurus. Drei ist ein Standard. Ja, dann macht vielleicht einen guten Prozess mit dem hier, das ist. Ja, soll man nicht unterschätzen. Dass das ein Anführungsstrichen Level macht, ist durchaus zufrieden mit dir. Deine Heftigkeit machst du damit wett, dass man ja recht gut, dass du schön mobil bist und ja, das Kämpfen macht eigentlich Fun mit dir, muss man. Ja, das ist nicht übel. Keine langen Verzögerungen beim Zuschlagen, kein blödes Verhalten beim Zuschlagen. Nur dann Affengekreischen, das ist ein bisschen nervig. Die Dreiergruppe Bronto, lass mal erstmal gucken, wo wir jetzt hier schon liegen. Oh je, das geht doch recht fix hier, so. Aber weißt du was, wir lassen mal gucken, ob wir was Interessanteres als Brontos finden. Irgendwas Alfiges, ja. Null Problemo, ja. Eifiges, du bist genau was Eifiges. Zack. Damn, sweet. Ja, man kommt super schnell mit dir über die Karte, das ist schön. Wie gesagt, das wäre noch ein Tick geiler, wenn du dann auch noch tatsächlich die Netze verschießen könntest. Hast du eigentlich ein X oder so? Steuerung? Nee. O? Nee. Q? Nee. Fällt mir ja früh einer nachzugucken. Aber besser spät als nie. So, wir müssen auch schon sofort schon wieder zusammenpacken. Oder ich will sofort schon wieder zusammenpacken, denn sofort fährt die Honigwabe an. 10 Minuten noch. Mal gucken, ob wir was Schönes finden. Wie zum Bleistift hier der Tech-Wex. Oh, du wärst ja jetzt richtig schön zum Wegzähmen. Oh, ich liebe meine Tech-Wex-Dinger. Das sind auch noch coole Farben. Ey. Aber das ist die falsche Season dafür. Ja, Brülllöwe oder Rex, aber nee. Macht es gut hier. Und dann sind wir ein bisschen dran am Rundeln hier. 6,6K, die haben wir nicht so schnell. Und du beißt auch recht ordentlich. Hier kommen noch 31 Schaden durch. Die meisten Schlägen hier. Okay, die meisten Schlägen kommen 10 Schaden durch bei uns. Aber schon nicht schlecht, der Speck. Aber du wärst richtig schön zum Ziel. Guck mal, 210 Damage. Obwohl, das ist gar nicht so viel. 37 Punkte im Gewicht, Alter. Lastenpferd gewesen, ne? Jetzt bist du sofort Geschichte. Komm hier. Wunderprächtig, wunderschön. Lass uns aber gut Schaden verursacht über im Laufe der Zeit hier. So,
aber aus Erfahrung heraus muss man wohl ein bisschen aufpassen beim Absteigen. Wenn man absteigt, steigt man direkt auf dir drauf, ja, das ist gut. Aber meistens macht man ja so, man ist im Vorwärtslaufen, drückt dann eh zum Absteigen und ja, manchmal bleibt man dann an dem seinen Tentakeln und sowas hängen. Was schon des Öfteren passiert. Gerade aktuell nicht, das ist natürlich Vorführeffekt, ist auch immer so, wenn man was zeigen will. Dann, ja. Haha, zu scheiße, ey. Ich nicht gerechnet, wa? Ja, ist fun. Wie gesagt, hat ziemlich viel Ähnlichkeit mit dem Bloodstalker, nur das Grapple-Zeug von dem Bloodstalker fehlt halt. So, lass mal gucken, wo liegen wir denn? 7 Pünktchen brauchst du in Gesundheit noch. Da sind sie. Ich schwör, das war wieder nicht geplant. So, der Rest kann in Damage rein. Haben wir denn aber Chipsches hier, außer so eine Zähbezahn-Katzi-Tatzi? So ein Pteranodon. Kann ich den Pteranodon aus der Luft netzen? Boings. Ich hab die auf jeden Fall verlangsamt. Ey. Wurscht, so ja nicht. Mit euch Stegos wollte ich gerade jetzt nicht spielen. Deine Onikuspina hier sind vielleicht auch nicht so pralle, gerade wo wir schon so low sind. Und die prozentualen Blutungsschaden machen. Kommt halt nicht ganz so dolle. Wie bist du beim Schwimmen? Eieieiei, auf jeden Fall leckt's ja. Die Höhle mit dem Rex da, lass uns die mal anpeilen. Wie bist du beim Schwimmen? Du kriegst ein Sauerstoff-Flashline. Und hier sind Piranhas drin. Du schwimmst voll ekelhaft. Schade, dass du nicht wie so ein Bloodstalker auf der Wasseroberfläche rumrennen kannst. Das wäre jetzt noch richtig cool gewesen. Und jetzt würden auch die Netze ganz passabel sein, um sich dann da so hochzuhangeln oder so. Ups, sorry. War keine Absicht. Sind wir noch stark genug, um im Rex zu kämpfen? Ja, das sollte noch passen, wenn die dann nicht. Das war auch ganz geschickt gelöst. Guten Tag, Herr Rex. Oh, Frau Rex. Entschuldigung. Wollte ich mich jetzt hier nicht mitgendern. Schau mal, du bist unser finaler Kill für diese Folge. Mach die Kill. Oh, ich hab wieder schon vergessen, unser Mikroceratops. Buff anzumachen. Ah, verdammt. Aber auch eine nette Wohnhöhle hier, wenn man dann den Eingang sichert. So für den Anfang, so schön am See. Na gut, wie gesagt, da geht in Damage rein. Bewegungsgeschwindigkeit brauchen wir definitiv nichts zu pushen. Du bist schnell genug unterwegs. Wunderbar, wunderschön. Ja, ich denke, das soll es dann auch erstmal für diese Folge sein. Wie gesagt, das sollte eine kürzere Folge werden. Und ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht. Und dann bin ich mal gespannt, wie der mit den Typ 2 Ordner weitergeht. Wie gesagt, das wird recht teuer, aber da sind eine Menge lustige Sachen drin. Und ich denke mal, ich werde von dem Prinzip weggehen, dass wir ein Ordner nach dem anderen machen. Ich werde die wohl ein bisschen durcheinander dann jetzt herstellen gehen, denn naja, wir sind sonst haben wir wieder 2-3 Flyer hintereinander und dann bist du gar nicht lange mit einem Flyer unterwegs, weil du den nächsten Stein schon benutzt. Ich guck mal, dass ich das ein bisschen rummixe. Eventuell packe ich noch einen Mod noch auf dazu, aber das sehen wir in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge. Lange Rede, kurzer Sinn, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Ich wünsche euch dann einen schönen Start in die Woche, denn ihr seht diese Folge Montag. Ich nehme die sonntags auf, aber ihr seht die montags. Und ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe auf viele, viele, viele neue Namensvorschläge für unseren tollen Dinos. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein, gebt der Gas und habt da Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.